Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Farmers Live. Ich habe jetzt mich nicht zurückgehalten, ich habe jetzt gleich alles gemacht hier. Und ich muss auch sagen, das wäre ziemlich langweilig geworden, wenn ich hier diese Furchen ziehe und die Aussaat ausbringe. Ich habe jetzt jedenfalls dieses Feld hier komplett mit Weizenkörnern. Die brauchen jetzt halt auch noch 91 Stunden. Und alles andere an Samen, die ich hatte, sei es Zwiebeln, Kohl, Mais, Tabak, alles ist jetzt hier auf zwei Feldern verteilt. Also ich konnte tatsächlich auf drei sogar. Ich konnte jetzt halt hier drei Felder komplett bestellen mit den kompletten Samen, die ich hatte. Also ist wirklich alles raus. Und das ist ja einiges, da freue ich mich jetzt halt schon aufs Ernten. Für die Wiese, die wir gemäht haben, also hier liegen bestimmt um die 10.000 Gras. Ich habe jetzt halt auch schon hier reingeschlichtet, was ging, aber das ist ein unendlicher Haufen jetzt halt gerade. Also das wird eine ganze Zeit lang dauern, bis ich das weg habe. Und ich wollte euch zumindest in den Genuss bringen von dem letzten Feld, was ich noch pflügen möchte, dass wir wenigstens ein Feld zusammen machen. Also wir haben dann im Grunde drei Felder hier, die wir noch komplett bestellen können. Das werde ich allerdings nicht dann immer gleich mit den 50 Stück machen oder den 100 Stück, die ich kaufen kann jeden Tag, sondern ich werde immer so, ja, zwei Monate, drei Monate später, also wenn ich wirklich eine Menge zusammen habe, dann werde ich die Aussaat hier rausbringen. Geldmäßig habe ich jetzt nur noch 5.300. Das ist wirklich nicht mehr viel. Mir ist auch ein Fehler passiert, als ich beim LPG war, um die Samen zu kaufen, dass ich aus Versehen dann die Äpfel und Beeren gekauft habe. Und damit ist natürlich extrem viel Geld weg gewesen, weil die Dinger, die kosten ja immer gleich 300 oder 400. Und das war ein Fehler. Ich war halt wieder so am Kaufen, ne? Einfach immer anklicken, rüberziehen und dabei ist mir das dann passiert. Das sind jetzt die Samen, die ich ja schon gekauft hatte mit euch. Die anderen habe ich dann wieder mit Verlust natürlich verkauft. Naja, passiert, ne? Shit happens, sagt man. So, was mich ein bisschen nervt, ist immer, wenn ich hier ranfahre an die Felder, um dann anzufangen, dann mache ich ja ein bisschen langsamer und bleib dann stehen und dann rutscht dieser Pflug einfach hier so auf die Seite rüber. Und ich habe nie den Anfang richtig. Deswegen versuche ich das jetzt mal, indem ich ranfahre und dann einfach an der richtigen Position den Pflug runter mache. Oh, habe ich Kraftstoff einstecken? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee, ich habe keinen Kraftstoff einstecken, weil ich habe nämlich nur noch einen knappen Liter drin. Das reicht nicht allzu lang. So, und das Gras hier reinzupacken, das wäre auch unmöglich gewesen. Es wäre mehr gewesen als diese 22.000. Deswegen habe ich dann das gleich neben den Mist geschlichtet. Weil ich mir dachte, dann kann ich das gleich da reintun und dann kann ich das gleich in den Mist packen. So. Also, einmal füllen bitte. Und ich bin immer dreimal durchgefahren. Müsste passen. Und runter. Jawohl, dann passt das nämlich auch. Also ich bin quasi einmal runter, dann wieder hoch und dann nochmal runter gefahren. Und dann passt es eigentlich auch mit den Feldern relativ gut. Ja, da taucht schon. Und mir hilft es wirklich ganz gut mit diesen Zaunelementen, dass ich möglichst gerade bleibe. Aber wie man sieht, man wandert trotzdem ein bisschen weg. Vor allem, es wird nicht immer alles gepflügt, ne, wie man sieht. Also zumindest optisch nicht. Hier bei dem Feld, was direkt nebendran ist, bin ich auch nochmal durchgefahren. Da war ein doppelt so breiter Grünstreifen noch mittendrin, obwohl es gepflügt war. Aber es hat mich einfach dann
Das war dann mein innerer Monk, der mich da getriggert hat. Das da triggert mich jetzt halt auch gerade, dass hier dieses eine Feld nicht gepflügt ausschaut. So, hoffentlich klappt das jetzt. Obwohl es ja, wie man sieht, ne, grün ist, also es wurde auf jeden Fall gepflügt an der Stelle. Aber man sieht es halt leider nicht optisch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob euch das auch triggert. Wenn ihr da rauf und runter fahrt und dann bleibt immer so ein Grünstreifen stehen. Taucht mir. So kommt ihr zumindest bei einem Feld in den Genuss des Pflügens. Ja, da, genau das meine ich. Ne, hier so einen doppelten Grünstreifen, das packe ich überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich nochmal drüber fahren. Das geht gar nicht anders. Obwohl man ja sieht, dass da gepflügt wurde. Ne? Also fahren wir noch mal drüber. Mal schauen, ob es doch irgendwo leere Stellen gibt. Ja, aber es wurde hier tatsächlich alles gepflügt, ne? Ich habe jetzt nirgends irgendwo eine leere Stelle drin. Das ist rein das Optische. Jawohl, das taucht mir. Wunderbar. Und sind auf jeden Fall drei Felder jetzt hier schon mal vorbereitet für die Aussaat. Und das werde ich dann, ja, erst in 3 Monaten. Ich denke mal, wenn ich die Ernte hier einfahre, dann werde ich die anderen Felder bestellen. Weil dann kann ich nämlich währenddessen die Felder schon wieder düngen. So, ich hatte natürlich jetzt das Geld dann nicht, dass ich mir noch zusätzliche Geräte kaufe. So, passt. Aber Rasenmähen tue ich jetzt auch nicht mehr so schnell. Das war ein ewiges Hin- und Hergerenne. Obwohl ich mal eine Taschen leer gemacht habe, ne? Lassen wir mal hier stehen. Genau, das Einzige, was ich mir eben gekauft habe, das war der Dreifachpflug. Und der war ja über 5.000, also das war richtig viel Geld. So, Entschuldigung. Hier habe ich jetzt alles an Hafer ausgebracht. Braucht jetzt natürlich auch noch 90 Stunden. Also sind wirklich 2 Felder voll gewesen mit Hafer.
Also wir können mit dem, was dann von der Ernte übrig bleibt, locker dieses Feld und da drüben die Felder bestellen. Aber ich weiß auch noch nicht genau, auf was ich mich jetzt dann spezialisiere, ob ich irgendwo, ob ich dann irgendwo was weglasse, keine Ahnung, ob Kohlköpfe zum Beispiel oder Mais oder wie auch immer, ob ich davon irgendwas dann weglasse. Hau ab, Huhn. So, Flauschi, du bist noch recht sauber heute. So, dann würde ich mit euch jetzt, deswegen habe ich nämlich die Sachen auch im Inventar, die sind noch nicht erntereif, würde ich mir mal überlegen, wie ich da weitermache. Hier habe ich ja schon gesagt, würde ich auch gerne vielleicht Obstbäume hinmachen. Und hier möchte ich ja Obstbäume hinmachen und ringsrum die anderen Sträucher. Von daher machen wir es jetzt mal so. Ich habe die Hacke auf der 3. Ich nehme jetzt mal für die Seite vielleicht die Heidelbeeren. Und dann würde ich das auch ungefähr in der Höhe machen. Ich muss zuerst das Gras schneiden, jawohl. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Jawohl, das passt. Und dann habe ich das immer genau eins auseinander. Also hier, dann hier. Ich muss nur ein bisschen näher ran. Ist halt wieder jetzt ein bisschen hin und her gemache. Nein! Und das passiert mir halt auch immer wieder, ne? Das ist so doof. Habe ich das nämlich wieder rausgehauen. So, dann wenn dann hier, dann muss ich jetzt halt erst einmal mit der Sense hier durch, weil sonst haue ich mir nämlich die ganze Zeit die Pflanzen weg. Naja, shit happens, ne? So. Nochmal Hacke. Aber für den Abstand, ich muss das sehen, ne? Ich kann da nicht einfach blind reinhacken, weil ich dann Schiss habe, dass das nicht passt. Ich kann es ja mal probieren. Hier. Meine, ich kann natürlich auch alles durchhacken, ne? Das wäre dann auch kein Problem. Ich hoffe, das passt ungefähr. Nein, zu weit vorne. Und hier noch. Wird schon hinhauen. So, da brauche ich jetzt noch eins, zwei. Zweimal Heidelbeeren. Jetzt gucken wir mal, ob ich das da drüben auch hinbekomme. Aber ich denke, für den Anfang sollte ich da lieber dann die Samen noch mal in die Hand nehmen. Passt schon. Dann hier in der Mitte gehe ich auch gleich durch. Weil wenn ich die Apfelbäume jetzt dann hier hin mache. Dann muss ich sonst auch wieder mit der Sense arbeiten und das ist dann auch blöd. Lieber jetzt, als dass ich mir wieder irgendwas weghaue. Wie spät haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt seit 15:22 Uhr. Okay.
Dann gehe ich, Moment, einmal so. Zumindest für den Anfang. Ja, das ist schon besser, wenn ich hier hingehe. So, die 3. 1, 2. Ja, so ungefähr passt es ja, ne? Und dann gehen wir dann auch gleich zum LPG. Oder zu Thekla, wie auch immer. Und hol noch die fehlenden Samen, dass ich das dann hier fertig habe. Ja, das passt so. Also hier würde ich jetzt keins mehr hinmachen. Das wäre dann direkt am Weg. Und das würde mir jetzt dann auch nicht gefallen. So. Passt. Okay, und eine Himbi. So. Hier möchte ich jetzt allerdings mal schauen, weil wir haben insgesamt 6 Stück. Ich weiß nicht, ob ich die... Wie mache ich denn die am besten? Also mindestens 2 weg von dem hier. Oh, das gehen sogar 2 rein. Es würden sogar gehen 2 rein. Probiere ich das mal. Die 3 bitte. Da brauche ich allerdings dann den Samen wieder. So, 1, 2. Hier in dieses dritte Feld. Okay, und hier geht schon mal wieder nicht, ne? Dann probiere ich es mal hier. Yes. Okay, dann sind wir eben 1 weiter auseinander. Dann sind wir 3 dazwischen. 1, 2, 3. Dann kommt es hier hin. Eins, zwei, drei. An die Stelle. Eins, zwei, drei. Halt. Hier hin. Eins, zwei, drei. Hätte ich die Samen echt behalten können, ne? Die ich da falsch gekauft habe. Jo, das passt genau. Und dann könnten wir hier nochmal eine Reihe machen. Das heißt also 2 Heidelbeeren, einmal Himbeeren und 6-mal Apfelbäume. Schauen wir mal, was das uns kostet. So. Wo bist du? Kleine, es bewegt sich gerade wieder nichts. Wahnsinn, wie häufig das so laden muss, ne? Da bist du. Hast dich gut versteckt. Ich habe dich gar nicht gesehen. So, 2 Stück da. Dann eine Himbeere. Und, boah, 6-mal Apfelbaum sind über 3000. 3666. Her damit, ist mir egal. Ist mir alles egal. So, dann einmal wieder zurück. Dann machen wir nämlich den Obstgarten im Grunde fertig. Also. Zweimal euch. Einmal, zweimal. Dann kommt hier der Einzelne rein. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt hier noch eine Reihe mit den Apfelbäumen. Und ich hoffe, das haut hin. Wir waren hier, ne?
Eins, zwei. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass das funktioniert. Nein. Ich habe die Vermutung, dass das zu nah aneinander ist. Machen wir einfach mal die Reihe hier durch. Schauen wir mal, wo ich rein kann. Das geht ja alles wieder zu im nächsten Jahr. Es wäre schon toll, wenn das klappt, dass wir da nochmal eine Reihe haben. Hallo? Hallo? Steht da Brachland, aber machen tut er nichts. Schaut immer so aus, als würde ich krumm laufen oder so. Obwohl ich hier wirklich eine gerade Linie mache. Brachland. Okay. Der Stelle sollte es dann erstmal passen. Dann gucken wir mal. Also, da geht nicht. Oh, da geht gar nicht, ne? Das haut mich jetzt halt durcheinander. Dann wäre jetzt halt nur die Frage, ob ich daneben die reinbekomme. Dann stehen die halt ein bisschen weiter drüben. Das ist ja jetzt halt nicht so schlimm. Ich mache jetzt einfach mal hier. Achso. Zuerst das Unkraut wieder. Da ist jetzt wieder die Gefahr mit dem Weghauen, ne? Jetzt hör halt auf. So, dann lasst mal gucken. Müsste normalerweise doch jetzt gehen. Ach so, jetzt geht's hier plötzlich, oder was? Nee. Okay. Wir gehen im Grunde auf die gleiche Höhe, aber um eins versetzt, würde ich sagen. Ja, das ist tatsächlich, die müssen drei auseinander sein, dass die hingehen. Hier noch. Dann haben wir auf jeden Fall viel. Wir können durch die Büsche können wir laufen, durch die Apfelbäume können wir nicht laufen, da stoße ich an. Also können wir dann immer von einer Seite aus ernten. Das ist doch genial. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich hier auch einfach nur 7 Apfelbäume. Würden zumindest schön hinpassen, ne? Hier an die Stelle. Das wäre, glaube ich, nicht einmal verkehrt. Aber gut, das Geld habe ich jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt den Apfelbaum hier wieder rausgehauen? Oh Mann, das ist doch zu ärgerlich, oder? Hey, Flauschi. Kann ich nicht. Ich kann jetzt die eine Stelle nicht freilassen. Das triggert mich, weil wenn, dann sollen die alle zur gleichen Zeit wachsen. Ja, hast recht. Dann nehmen wir halt den letzten hier auch noch. Dann haben wir wirklich gar kein Geld mehr. Habe ich mir wieder das Ding weggehauen, ey. Man muss echt aufpassen mit der Sense. So, Flauschi, entschuldige. So. Jetzt aber, oder? Jetzt passt alles. Gut. Da müsste ich mir noch eine Tür reinmachen. Aber Holz habe ich halt auch fast keins. Das ist ja das Problem. Was habe ich noch an Holz? Ich habe 132 Holz, das ist im Grunde nichts, ne? Wenn ich bedenke, was ich da alles
noch machen muss und möchte. Weil ich brauche hier für einen Zaun, brauche ich 11 Latten. Die Gehege sind 10 mal 10. Das heißt also, ich brauche 111, ich mache jetzt mal 110, 220, 440 Latten für so ein Gehege. Also 450 jetzt mal gerundet. Das ist nicht wenig. Die müssen wir erst schon mal zusammenkriegen. Ich muss natürlich auch schauen, dass wir mal Bäume fällen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Dass wir unsere Bretter selber herstellen. Allerdings wird halt so langsam alles kahl, weil die Bäume, die wachsen ja nicht nach, ne? Da muss ich eh die Baumstämme dann raustun. Und muss dann im Grunde hier neue Bäume pflanzen. Die müssen alle raus hier noch, die Stämme. Und das geht, glaube ich, nur mit der Schaufel. Habe ich eigentlich Tiere drin? Also seit ich dieses Bigosch und die Pilze und was weiß ich nicht alles rein habe, habe ich das Gefühl, dass da kein Tier reinkommt. Aber vielleicht bin ich auch zu ungeduldig. Wäre auch möglich. Aber das schaut hier so komisch aus. Normalerweise wächst doch hier viel mehr Gras. Naja, egal. Der Zaun muss ja auch noch weg. Dann könnten wir eigentlich den hier auch mal wegbauen. Dann haben wir ja auch schon wieder ein paar Latten mehr. Frosch. Bei den Hühnern habe ich mir auch gedacht, ob ich nicht den Zaun mal weitermache. Weil ich denke mal, wenn ein Zaun nicht verbunden ist, wie jetzt halt an der Stelle, dass er nicht mit dem Haus verbunden ist, dass vielleicht die Hühner dadurch glitschen. Genauso hier. Das steht ja im Grunde nur dran. Müsste ich mal ausprobieren. Ah, die Dinger wollte ich auch wegmachen. Das sind zwar nur 4 Holzer pro Stück, aber das bringt ja auch schon mal was, ne? Weil ansonsten, das lasse ich dann so, wie es ist. Was haben wir hier drin? Oh, wir haben hier sogar noch Kohlköpfe drin. Cool. Obwohl, warte. Ja doch, ich tue die rüber. Weil ich habe ja drüben die Kohlköpfe gepflanzt. Und wenn wir dann die ganzen Sachen nach der Ernte, das ganze Gemüse nach der Ernte in das Lager packen, dann sortiert sich das ja. Dann können wir das nämlich mit der Ernte hier verkaufen. Dann muss ich wahrscheinlich eh 2 oder 3 Mal fahren. So, passt. Dann, was wir ja auch noch bauen müssen, weil das ist ja mit den Zäunen, das ist ja noch nicht alles. Wir müssen hier natürlich dann auch die Ställe reinpacken, ne? Und da würde ich sagen, machen wir eins nach dem anderen. Wir fangen einfach, keine Ahnung, hier an. Was habe ich jetzt an Holz? 227. Ich würde hier quasi anfangen und dann würde ich immer eine Scheune machen mit 3 Boxen. 3 Boxen. Also das müsste gerade sein, glaube ich, ja. 3 Boxen. In dem Fall kann ich dann hier einfach mal schauen, dass ich so nah rankomme an die an den Zaun wie möglich. Kommen wir da durch? Ja. Wir können da durchlaufen. Müssen wir mal gucken, ob die Tiere dann da auch stecken bleiben. Dann hätten wir nämlich 3 Tierboxen. Ich würde dann im Grunde, keine Ahnung, eine Sau und einen Eber kaufen und die da reinpacken. Und wenn die dann Junge bekommen, Ferkel bekommen, dann haben wir da nochmal eine Box. Allerdings weiß ich halt nicht, ob das dafür taucht. Oder Stute und Hengst oder so. Und dann, dass wir Fohlen nochmal einen Platz haben.
Jedenfalls finde ich es ein wenig schade, dass die Tiere halt immer sterben. Musst immer am Nachkaufen. Aber das wäre jetzt schon mal ein Anfang. Wir brauchen nur noch ganz viel Schrott. Es sind jetzt gerade mal 6 Stück, die ich da habe. Das ist nicht viel, ne? Nächsten Monat könnte es sein, dass die Bienen dann schon wieder am Summen sind. So. Hauen wir da mal noch drauf. Ich bin keine Ahnung. Also auf jeden Fall über 10 Mal bin ich gelaufen mit der Tasche voll und ich hatte dann immer hier über 700 drin. Ich glaube 710 waren das bei jedem Lauf. Und ich bin über 10 Mal gelaufen. Also deswegen denke ich, dass hier an die 10.000 Gras liegen. Davon ist natürlich schon einiges hier in den Mist gewandert. So, wie machen wir das mit den Bäumen? Weil ich möchte natürlich auch, dass hier mal was wächst, ne? Und ich weiß nicht, wie das in dem Spiel ist. In manchen Spielen, da hast du dann, wie bei Medieval zum Beispiel, ich glaube 2 Jahre und dann stehen die Bäume plötzlich wieder. Und ich habe keinen Plan, wie das hier ist bei Farmers Life mit den Bäumen. Ich denke mal, dass die eine normale Wachstumszeit haben, also einige Jahre brauchen, um zu wachsen. Aber das weiß ich halt nicht, ne? Ich habe hier keinen Vergleich oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob die Bäumchen, die jetzt hier stehen, ob die noch wachsen oder wie auch immer. Keinen Plan. Vielleicht habt ihr das ja schon mal beobachtet, wie das ist. Immer wieder diese Buschdinger da. So, Blumen habe ich mir gedacht, werde ich ein bisschen ums Haus rumpflanzen. Dann werden wir uns hier so einen Blumengarten hermachen. Da muss ich aber auch noch schauen, wie ich das genau mache. Es fehlt halt das Material und das Geld, ne? Wir könnten ja mal gucken, ob wir einen Zaun anreißen können. In dem Fall dann bitte so rum. Mal schauen, wie weit ich ans Haus rankomme. Ah, ich komme sogar bis rein. Bis rein in das Haus. Ich will aber nicht, dass du so nach oben stehst, bitte. Kannst du die Sense? Achso, ich habe die Materialien nicht, weil ich es jetzt raus habe. Ne? Dann würde ich quasi hier so, keine Ahnung, 5 Zäune entlang machen. Dann hier rüber und dann eben hier wieder zurück. Und dann hätten wir das hier alles, wo wir ein bisschen Blumen pflanzen können. Wäre für die Nähe an den Bienenkästen ja auch nicht so verkehrt, ne? Auch wenn die Bienen jetzt halt nichts brauchen. Jo, und ich sehe, dass ich schon wieder drüber bin über die Zeit. Na gut, dann soll es das gewesen sein. Die Zeit läuft aktuell bei mir auf 0,1, also wirklich langsam. Das stelle ich jetzt mal hoch, auf 0,5 zumindest. Dass es ein wenig schneller geht und das da werden wir dann beim nächsten Mal auch ausprobieren. Ich hoffe jetzt halt auf die Ernte, ne, dass das möglichst schnell fertig ist. Aber gut, es dauert halt 2 Monate, weil wir haben kein Geld aktuell. 119 Münzen, das ist nicht viel. Und die einzige Einnahmequelle, die ich jetzt gerade im Moment habe, sind die Eier von den Hühnern und der Alkohol. Das sind die 2 Einnahmequellen, die ich gerade habe. Ich glaube, geschnittenes Gras zu verkaufen ist ein Quatsch. Ich glaube, das ist echt ein Quatsch. Naja, gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.